Eine Vision kann man nicht sehen, aber wir sehen ein Bild. Eine Vision ist etwas, von dem wir denken, dass sie existiert, aber dass sie als Bild existiert. Und das ist quasi darstellbar und gleichzeitig nicht darstellbar. Jana Gunstheimer, Thank God It's Abstract. Visionen kennen wir eigentlich vor allen Dingen aus dem religiösen Zusammenhang, wo sie uns relativ geläufig sind. Im Film Der Antworten von Peggy und Thomas Henke begegnen wir dem Lebensentwurf von Schwestern eines Benediktinerinnenordens, die davon berichten, wie das Leben mit einer Vision, für eine Vision, möglicherweise selber eine Vision sein kann oder aber auch sich einfach als Gegenteil herausstellt. Kunsthistoriker, Kickboxer, Hartz-IV-Empfänger, was sind die Visionen von heutigen Jugendlichen? Dieser Frage ist die Künstlerin Almut Linde nachgegangen. Sie hat Jugendliche an sozialen Brennpunkten besucht, sie interviewt, ihnen freigestellt, wo sie gerne fotografiert werden möchten, also in einer gewohnten Umgebung, hat ein Porträt gemacht und sie dann ganz gezielt nach ihren Visionen für die Zukunft befragt. Ein blaues Objekt, in das wir hineinschauen, ein Raum voller Möglichkeiten, ein Raum der Geheimnisse. Wir versuchen zu formulieren, was wir sehen. Und das alleine ist schon eine kleine Vision. Bei den Objekten von Christoph Dettmeier handelt es sich um Modelle von nicht realisierter NS-Architektur, die als Vision an der Elbemündung platziert werden sollten, als Tor zur Welt. Christoph Dettmeiers Objekte sind exemplarisches Beispiel für die Negativvision, also die dunkle Seite der Vision, was passieren kann, wenn Ideen einfach auf eine schiefe Bahn geraten. Eine Ausstellung, die sich mit dem Auftauchen von Bildern beschäftigt, hat natürlich auch das Spiegelmotiv in sich. Benjamin Bergmann hat einen Teil der Fassade des Palasts der Republik gerettet und hier als Spiegelobjekt in der Ausstellung präsentiert. Man verschwindet in diesem Bild und man taucht wieder auf, ähnlich wie letztendlich auch Gesellschaftsentwürfe auftauchen oder aber auch im Fluss der Geschichte wieder verschwinden.